Moin und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind in der keine Ahnung wie vielten Aufnahmesession. Wir sind immer noch in der Halle des Regenten. Wir haben ja vor kurzem einen neuen Auftrag entgegengenommen von dem korrupten Stadtvogt. Und ja, ihr seht richtig, ich beginne im Alchemie-Menü. Aus dem einfachen Grunde, da ich erstmal ein paar Lasten loswerden möchte. Es könnte übrigens gleich sein, dass unser Typ gleich mal kurz umkippt. Ist dann aber nicht weiter schlimm, wenn er umkippt. Steht ja schließlich auch gleich wieder auf. Denn ich wollte mal ein bisschen unsere Alchemietasche mal so ein bisschen erleichtern. Eigentlich wollte ich euch das zuerst ersparen. Ich glaube, das werde ich dann auch zukünftig machen. Dass ich euch das dann einfach ersparen werde. Also ich werde weiterhin die Alchemie dann hochskalen. So wie jetzt zum Beispiel. Fängt gleich schon mal gut an. Alchemie auf 17. Ich hatte nämlich auch schon so ein bisschen angefangen. Deswegen wundert euch nicht. Und ja. Das entzieht Magie, ne? Ja, egal, komm. Hau weg den Scheiß. Wenn die Magie sich danach auch wieder herstellt, dann ist das okay. So, dann hauen wir mal das ganze Rattenfleisch hier weg. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Denn wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme befinden wir uns im letzten Januarwochenende. Ja, ihr hört richtig. Wenn die Parts nämlich ausgestrahlt werden, dürfte schon Anfang bzw. Mitte März sein. ja, also ich nehme durchaus im Voraus auf. Und deswegen ist das hier das Ebenerz? Nee, das ist was anderes. Wo ist denn hier das Ebenerz? Das muss ja hier auch irgendwo sein. Ah, ich glaube, das hier ist das, ne? Rohes Ebenerz, genau. Das sollen wir ja nach angeblich laut dem Stadtvogt nach Aldrun bringen. Das machen wir aber nicht. Wir bringen es nämlich stattdessen zu unserem Gönner nach Vivek. Vivek, genau. Das war der Name. So, dann starten wir nochmal den Mystikzauber aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich erstmal raus hier. Okay, da muss ich raus. Ich kann mir etwas Zeit für euch. Oh, das ist aber sehr großzügig von dir. Um was geht es? Wahnsinn. Was für eine großzügige Frau ich doch habe. Also im Spiel. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Rückweg nach Vivek. Wie immer. Einmal mehr. Ja, ich bleibe in Bewegung. Danke. Ich bin noch in Bewegung hier. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. So, und ihr kennt das Prozedere ja schon. Wir werden natürlich auch so ein bisschen versuchen, wie unsere Blatt doch mal stehen. Ja, ich will meine Wortgewandtheit mal verbessern bei dir. Was auch phänomenal gut klappt. Nicht. Super. Kann das sein, dass ich bei Wachen eher Erfolg habe als bei einfachen NPCs? Kann das sein? Mystik auf 27. Geil. Geil. Aufnahme hat kaum begonnen. Schon haben wir zwei Aufstiege. In Mystik und in Alchemie. Gescheitert. 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 So, bei der Wache habe ich jetzt auch verkackt. Geil. Geil. Einfach nur geil. Das ist eine Aufnahme nach meinem Geschmack. Nicht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal weiter, komm. Sonst hängen wir hier morgen früh noch fest. Das muss ja nicht sein, ne? So. Steigern wir nochmal unsere Dings. Crashphase nehmen wir auch nochmal mit. Ne, ihr kennt das ja von mir, der Kräuter-OP ist wieder da. Wie immer, Hustengras, damit man nochmal richtig schön ein abröcheln kann. Ne? So wie es sich gehört. Also ich habe jetzt die Woche, habe ich jetzt nichts aufgenommen. Aus dem einfachen Grunde, weil ich einfach nicht mehr die Kraft dazu hatte. Weil ihr wisst ja, dass ich ja momentan, oder ihr wisst es wahrscheinlich nicht, momentan arbeite ich nämlich regelmäßig in Frühschichten. Und wenn man morgens um 8 dann anfangen muss zu arbeiten, bis, was weiß ich, 15 Uhr, 16 Uhr, 14 Uhr, ja 14 Uhr eher selten, aber hauptsächlich 15 Uhr, 14.30 Uhr also und so, also auf jeden Fall längere Zeitspannen, dann merkt man doch schon danach, dass man dann doch etwas... Hallo? Etwas geredet ist. Mir scheint, die Ratte hat sich dezent festgebackt. Deswegen lade ich einmal. Hallo? Ich kann die Ratte nicht erschlagen, geil.
Ah, hier. Nee, ne? Au. Komm her! Jo, Langwaffe 72, Alter. So, und der ist nämlich auch noch hinter mir her, hier. Der Kollege. Au, und krank ist er auch noch. Oh, der hat die Pass. Scheiße. Sehr schön. Schön die Blockenfähigkeit erhöhen, das ist gut. Wir sind ja alle krank hier, was ist denn los hier? Alle krank. Ja, furchtbar. Holt eine Krankmeldung ab. Was? Jetzt kommt die Ratte auch noch an. Ist ja unglaublich. Alle auf einmal hier. Noch mehr Feinde. Was kommt noch? Alter, was ist denn hier los? Na komm, gleich zu Session Beginn erstmal auf die Fresse, komm. Weil so schön ist, erstmal aufs Maul. Wird nicht großartig gefragt, erstmal auf die Fresse. So, dritter Sonnenuntergang. Oh, es ist dunkel. Das wird uns nicht großartig weiterhelfen. Deswegen würde ich mal sagen, lade ich mal unsere Mystik nochmal ein bisschen auf. Ich skill sie nochmal ein bisschen mit euch zusammen. Beziehungsweise eigentlich könnte man solche Dunkelheitsphasen auch ideal für Alchemie zu verwenden. Ne? Obwohl bei Alchemie vergeht die Zeit nicht. Jedenfalls nicht im Spiel selber. Aber so kann man die Zeit auch irgendwie totschlagen. eigentlich. Also ich habe jetzt vor, wenn wir jetzt im Vivik... Was? Autsch. Oh, die ist pestkrank. Weg mit dir! Okay, keine Schwarzherzfäule. Ich wollte die Wohltat. Danke. Die freundliche Wohltat. Was übrigens eine Yu-Gi-Oh-Karte ist. So nebenbei angemerkt. Nee, wir wollten bei der Mystik bleiben. Das ist übrigens immer noch dunkel wie in einem Entenhintern. Deswegen werde ich hier nochmal ein bisschen, ein bisschen zaubern. Ein bisschen die Mystik nochmal steigern. Ja. Übrigens, was ich noch dazu sagen kann, wo wir gerade beim Thema Mystik sind, also mysteriöse, mystische Sachen. Ich habe mir vorhin mal direkt nach dem Aufstehen erstmal eine Doku reingezogen über den fliegenden Holländer. Ich denke mal, die meisten von euch kennen die eventuell. Ich denke mal, ihr kennt alle die Legende des fliegenden Holländers. Der Flying Dutchman. Falls nicht, kann ich euch nur empfehlen, euch die mal durchzulesen. Das ist wirklich interessant, die mal zu lesen. Allgemein das Phänomen Geisterschiffe finde ich faszinierend. Hier ist irgendwo noch ein Skript. Ich weiß noch nicht wo. Aber ich höre das Vieh. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wo es ist, dann wäre ich schon glücklich. Und dann könnte ich es gleich direkt einmal töten. Wo ist es denn? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Was ist denn das hier? Da bist du. Kleiner Freund. Ernsthaft. Scheiße, da ist ein Skript. Ich kann jetzt nicht mehr zaubern. Aber der Skill ist trotzdem gewertet worden. Das finde ich gut. Das ist fair vom Spiel. Da ich den Zauber ja abfeiern konnte. Mit euch zusammen. Auch erkrankt. Alles krank hier. Ist ja furchtbar. Also es gab mal eine Zeit, da war wirklich alles gesund hier. Jetzt ist alles krank hier. Los hier. So. Der war gesund. Noch ein Skript. Alter, wie viele Skripts hier unterwegs sind. Was ist denn da los? Da scheint ja eine Königin kräftig geworfen zu haben von den Quamava. Halleluja. Gegen eine Königin haben wir hier ja auch schon gekämpft, wie ihr ja wisst. Das war bei Suran. Ist auch schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Was? Das war ein Quammerkundschafter. Wo ist er? Autsch! Natürlich von hinten wieder. Ach, von hinten, kleine Schuckelstecher. Komm, ich verbrenne dir dein Auge, du Saurons Ausgeburt. Scheiße. Nein! Der Aschkrebs hat zugeschlagen. Toll! So ein kleines Biest und das verpasst mir diese blöde Aschenpest. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ah, Mann. Okay, dann machen wir es jetzt etwas schneller. Machen wir das jetzt mit dem Schwert und dann ist gut. So, ich stelle mal um auf Feuerball. Ich hoffe, dass ich irgendwo noch den Zauber für krank, gewöhnliche Krankheit und Pest heilen irgendwo kriege für die Wiederherstellung. Es müsste ja Wiederherstellung sein. Dass wir gegen so eine Scheiße dann auch mal vorbereitet sind. Dass wir uns dann, falls wir uns dann mal wieder infizieren sollten,
dass wir dann sofort uns heilen können. Ich habe ja schon des Öfteren gesagt, dass ich das ziemlich heftig finde, wie die Viecher immer auseinanderspringen, ne? Und ich kann es nur wiederholen. Das sieht echt heftig aus, wenn die Viecher jedes Mal auseinanderspringen. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Ich habe übrigens auch, wo ich ja vorhin die Flying Dutchman erwähnt habe, den fliegenden Holländer, ich habe ja inzwischen mir tatsächlich den 5. Fluch der Karibik-Film zugelegt, den neuesten. Fluch der Karibik 5, Salazars Rache. Salazar scheint übrigens auch ein sehr beliebter Name momentan wieder zu sein. Also es gab ja zum Beispiel mal einen Antagonist in Resident Evil. Ich glaube, war das in 4 oder war es in 5? Ich weiß es nicht, in welchem Resident Evil. Ich glaube, das war der 4. Da gab es nämlich auch einen Antagonist, der hieß, glaube ich, auch Salazar. Und jetzt gibt es bei Pirates of the Caribbean auch einen Antagonisten, der heißt auch Salazar. Also dieser Name, der scheint allgemein sehr beliebt zu sein. Also es fällt immer wieder mal des Öfteren auf. Wenn ein Name mehr als einmal benutzt wird, dann fällt das doch schon auf, ja? Du blödes Mistvieh, du infizierst mich nicht nochmal mit dem Aschkrebs. So. Mit dem Arschkrebs. Nee, nicht mit Arschkrebs, das ist nicht schön. So. Erstmal die Wiederherstellungsschule. Krebs allgemein ist keine schöne Krankheit. Immer noch eine Geisel der Menschheit. Genauso wie diese Ratte, die jetzt gerade tot zu Boden ging. Das war auch die Geisel der Menschheit. Aber nur ein Tamriel. Ein ganzen Tamriel, natürlich, ist ja ganz klar. Nur diese eine Ratte, ne? Also alles andere scheißegal. Aber diese eine Ratte. Die noch dazu kerngesund ist. Ja, oder war. Die lebt ja jetzt nicht mehr. Sie war mal kerngesund. Ich hätte ja eigentlich mal Bock, mich theoretisch mal mit einer Netschkuh anzulegen, ne? Einfach nur mal, um zu sehen, ob wir gegen sie eine Chance hätten oder nicht. Oder ob wir famos gegen sie abkacken. Kämpf! Ich wollte gerade sagen, die will nicht. Autsch! Ui, die hat einen ordentlichen Schlag drauf. Alter! Alter! Huiuiuiui. Also die Mädels von den Netz, die haben einen guten Schlag drauf. Halleluja. Kann ich die jetzt auch mal looten hier? Hallo? Ah. Netzschleder, festigen Konstitution. Wie geil ist das denn? Alter Schwede, die Frau hatte aber einen Schlag drauf, du. Muss man ja schon sagen, ne? Wir haben uns ja auch schon mal in der Vergangenheit mit Netzbullen angelegt. Das ging ja damals nicht so gut für uns aus. Ne, wenn ihr euch erinnern könnt. An die Aufnahme. Das war, glaube ich, mal eine Aufnahme, die schon eine Weile her ist. Ich weiß aber noch nicht, ob die schon ausgestrahlt wurde. Ich glaube aber nicht. Jetzt würde ich tatsächlich mal sagen, dass wir uns nochmal spaßeshalber mit dem Netzspulen hier anlegen. Okay, wir können jetzt also inzwischen Netzspulen und auch Netzkühe erledigen. Also daran kann man schon mal sehr gut erkennen, dass wir wesentlich stärker sind als damals. Also damals hatten wir ja nicht solche Chancen gehabt. Damals wurden wir ja platt gemacht. Heute ist es tatsächlich mal umgekehrt. Das ist ja Wahnsinn. Also man merkt hier schon mal den Stärkeunterschied zwischen damals und jetzt. Vor allen Dingen auch, da unser Langwaffenskill jetzt auch wesentlich höher ist. Ne, wir bewegen uns ja jetzt in den 70er-Bereich. Vorher waren wir, glaube ich, irgendwie im 40er-Bereich oder was. Was? Ah, Höllenhund. Ach Mensch. Au. Hau du mir schön seine Tatze in die Fresse. Was ist denn da los? Aber ich glaube, ich werde mich mit dem Töten der Netsch würde ich mich eher zurückhalten, muss ich tatsächlich sagen. Es muss nicht unbedingt sein. Ich höre schon wieder ein Skript. Hier sind so viele Skripts unterwegs. Was ist denn hier los? Skriptfestival oder was? Das Volksfest der Skriptvolksmusik oder was? Skript Fischer hier, oder was? Meine Güte. So. Das ist erledigt, okay. So, das nehmen wir natürlich auch mit, weil das ist ja für unsere Stärke ganz gut. So. Sowas kann man ja immer gerne mal mitnehmen. So, für die Stärke, Wiederherstellung, Stärke ist immer ganz gut. Dann haben wir so ein gewisses Gegenmittel gegen diese blöden Knochenläufer.
dem wir wahrscheinlich früher oder später auch nochmal begegnen werden. Was ich zwar nicht hoffe, aber es wird leider so kommen. Och nö. Och nö. Dann so weit oben, ne? Komm bloß nicht weiter runter. Wenn ich ja nicht an dich rankomme. Blöde Sau. Toll. Ich habe keine Magiepunkte mehr. Super. Da kann ja noch richtig lustig werden. Ja. Wir können nicht rasten, weil dieses blöde Vieh jetzt die ganze Zeit über uns schwebt. Das sind solche Sachen, die müssen nicht sein, ne? Achso, ich sollte vielleicht auch mal so ein bisschen meine Jump'n'Run-Fähigkeiten hier nochmal unter Beweis stellen. Ne? Ist ja ganz klar. So, Cashkraut, ja. Genau, Geldkraut. Alles klar. Aus diesem Kraut wird übrigens das Geld hergestellt. Ja, natürlich, Lars. Alles klar. Ah, er kommt langsam weiter runter. Sobald ich dann dieses blöde Geräusch wahrnehme, dann weiß ich Bescheid. Nee. Mein Gott. Jetzt komm endlich runter, du blödes Mistvieh, damit ich dich endlich ausschalten kann. Mann, ich würde nämlich gerne nochmal rasten hier. Wie sieht es hier aus mit, nö. Ah, hier. Vielleicht können wir ja jetzt inzwischen eigentlich auch die Schurken in der Taverne erledigen. Alter, wie lange willst du da noch verweilen, hä? Meine Güte, die fliegenden Ratten hier, ist ja furchtbar. Hören sich an wie Möwen, haben einen Schwanz runterhängen wie so ein Skorpion und sind genauso nervig wie Ratten. In dem Sinne. Also, nee, was heißt wie Ratten? Wie Schlachterfische eigentlich. Schlachterfische sind genauso nervig. Hatte ich ja, glaube ich, schon... Na, bist auch nochmal unten angekommen, mein Freund. Wurde aber auch Zeit. So. Das war liebevolles Streicheln mit dem Schwert. Möchte nicht jeder mal liebevoll mit dem Schwert gestreichelt werden? Ich weiß bitte was. So, dann können wir uns jetzt auf den Weg nach Vivek machen. Nee, also was ich vorhabe ist, ich werde jetzt wahrscheinlich nachher mal in Vivek gucken. Vivek, das Lalu-Bezirk hat ja glaube ich auch einen Schmied. Dort werde ich mich dann nochmal nach einer provisorisch leichten Rüstung umsehen, damit wir den Skill mal steigern können. Weil wir können ja momentan... Oh, wir haben Magie hinter hier standen. Das ist gut. Wir haben ja tatsächlich ein Problem, was unsere Skills angeht, wegen dem Fürstenhaus Lalu. Also wir könnten eine Beförderung kriegen von der Anzahl der Quests, können sie allerdings nicht entgegennehmen, weil uns eben halt der nötige Skill dafür fehlt. Ne, weil wir brauchen nicht nur die abgeschlossenen Quests, sondern wir brauchen auch bestimmte Skillfähigkeiten dafür, damit wir das abschließen können. So. So, jetzt ist übrigens jeder verwirrt. Nein, Spaß, alles gut. Ich denke mal, ihr habt das verstanden, was ich sagen wollte. Oder gesagt habe. Ich glaube, so schwer ist das auch nicht wirklich zu verstehen. So, wir haben übrigens 22 Rüstung mit der schweren Rüstung. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit abhängig vom Skill, den man hat. Auf die jeweiligen Eigenschaften. Das ist ja auch zum Beispiel bei der Langwaffe. So, wenn ich mal bedenke, wie oft wir damals daneben gehauen haben und wie oft wir es jetzt noch tun. Also, man stellt schon einen gewissen Unterschied fest, sagen wir es mal so. Alter, ich hab so viel Scheiß hier, ne? So viel alchemistischer Kram, ne? Meine Güte. Also, ich schraub das Salz, Reis jetzt erstmal auf 50 runter. Also keine Sorge, wir sitzen jetzt hier nicht bis in alle Ewigkeit. Ich werde das so ein bisschen rationalisieren, damit wir dann so ein bisschen auf den grünen Zweig kommen quasi. So. Damit wir ein bisschen was davon sehen, aber auch ein bisschen was vom Fortschritt haben. Das gewittert übrigens jetzt gerade. Das finde ich sehr schön. Auch mit der Musik dazu. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe ja vorhin auf YouTube mal so ein bisschen nochmal die Musik gehört von allen The Elder Scrolls Teilen. Also von Arena bis hin zu Skyrim. Und da muss ich echt sagen, ich kriege immer noch bei der Musik von Morrowind Gänsehaut. Obwohl ich sagen muss, dass die bei Skyrim doch... Bei Skyrim ist es doch ein bisschen mehr, weil Skyrim hat die Musik von Morrowind. Tatsächlich, von der Melodie hier ist es dieselbe, nur in epischer und neu aufgelegt, quasi. Also die haben sie nochmal quasi geremixed. Und dann nochmal eben halt nochmal dementsprechend nach der Region, weil Nord, ist ja klar, die Nord, die sind ja recht hart im Nehmen und im Geben.
Ne, wie wir ja auch schon ein paar Mal feststellen durften. Ne, dementsprechend haben sie dann auch die Musik etwas mehr Kraft gegeben, sag ich mal so. Haben sie mal mehr ein bisschen Power reingetan. Und da muss ich sagen, da kriege ich Gänsehaut ohne Ende. Also, wow. Echt. Also, das haben sie echt gut gemacht mit der Musik, muss man echt sagen. Die Musik hier, die ist eher beruhigend. Beruhigend, beziehungsweise auch, ja, sie ist einfach schön. Sie ist ruhig, sie ist schön. Hört man sich gerne mal an, auch mal so. Und, ja. Bei Skyrim ist es eben halt so, da ist richtig Power drin. Bei Oblivion kann ich das tatsächlich nicht so beurteilen, weil ich die Musik da nicht so oft gehört habe. Muss ich zugeben, zu meiner Schande. Ich weiß, schäm dich, Schande über deinen Haupt. Also so schlimm würde ich das nicht betiteln. Kein Gegner. Kein Klippenläufer oder sowas? Nö, gar nichts. Wir haben direkt mal unsere Ruhe. Was ist denn da los? Soll ich nochmal gegen Netzbullen kämpfen? Och nö, habe ich keine Lust. So. Da ist die Tante, die übrigens klatschnass wird. Ihr Schurke steht wahrscheinlich immer noch in der Kneipe von Pelagia. Er wollte eigentlich schon vor Ewigkeiten zu seiner Liebsten gehen, hat sie aber nie gefunden. Und dann irgendwann Tamriel noch so XY ungelöst. Dieser Schurke sucht seine Freundin. Sie ist irgendwo auf der Straße zwischen Balmora und Pelagia. Finden Sie sie. Super. Ja, willkommen in der Welt der Flachwitze. Was? Ich muss schon sagen, ich fand die Vorstellung schon recht amüsant. Muss ich schon sagen. Ich überlege jetzt gerade, sollen wir jetzt nochmal einen Zwischenhalt in Cedanin machen, um dann nochmal ein paar unnötige Sachen loszuwerden, oder gehen wir jetzt direkt erstmal nach Vivek? Ich glaube, wir gehen erstmal direkt nach Vivek. Oder? Wäre das jetzt ein Livestream, würde ich jetzt fragen, wo wollt ihr eher hin? Dann könntet ihr das jetzt einfach in den Chat schreiben, so nach dem Motto. Aber da es ja kein Stream ist, sondern eine einfache Let's Play-Aufnahme, muss ich das selber entscheiden. Das entscheide ich auch selber. Immer noch kein Feind hier, was ist denn da los? Habe ich die Straße inzwischen so gut gesäubert, dass jetzt kein Vieh mehr entgegenkommt? Das Vieh ist friedlich. Der Quar, der lässt uns in Ruhe. Der hat keine Probleme mit uns. Aber wie gesagt, der Unterschied ist immer zwischen Guaren. Entweder steht da Wild noch mit drin, dann greifen sie uns an, oder es steht nicht Wild dazu. Dann greifen sie uns tatsächlich nicht an. Was mich tatsächlich mal interessieren würde, wo wir gerade mal hier sind. Was in der Angriff gerade mal so rumläuft. Was er gerade so kreucht und fleucht. Ob das jetzt ein Knochenläufer ist oder was völlig anderes. Das weiß man ja nie so genau. Das ist ja auch der Grund, warum ich, ja, ich sehe jetzt wahnsinnig viel. Dass ich eine Dingswaffe trage. Eine Silberwaffe. Damit ich überhaupt Schaden anrichte gegenüber den Untoten. Weil Untote logischerweise können von normalen Waffen nicht getroffen werden. Leiche, genau. Den haben wir ja gelootet. Das war das Einzige, was wir gelootet haben. Knochenmehl. Spawnt das eigentlich auch nach? Ich weiß das gar nicht, ob das nachspawnt. Ich nehme das aber auf jeden Fall mal mit. Ich werde jetzt eigentlich nur wissen, was es hier für Gegner gibt. Ob das jetzt Knochenläufer sind oder eher geisterhafte Gegner. Oh! Also das ist schon mal kein Knochenläufer. Das ist ein Bogenschütze, würde ich mal sagen. Ein Bogenschütze, der einen Langbogen hat und dementsprechend so einige Pfeile bei sich hatte. Nicht schlecht, Herr Specht. Was? Wie? Wo? Da ist der Knochenläufer. Hi. Na, Arschloch, alles klar? Aua. So. Kleiner Knochenläufer. Ja, das glaube ich auch. Der hat nichts geschwächt von mir. Das finde ich gut. Seit langer Zeit mal wieder Untotenjäger hier. Sag mal was. Ich mach mal kurz das Rollo runter. Kleinen Moment. Und wenn der so verbraucht, sich jetzt die Fackel. Das wäre es jetzt.
Es ist nämlich eine größere Ahnengruft, soweit ich weiß. Reload. 35 Draken, Alter. Die verlangen hier ernsthaft noch Geld. Das war nur im Morrowind so. Danach verlangen sie, glaube ich, doch, sie verlangen noch Geld, aber nicht mehr so viel. Die verlangen, glaube ich, später nur noch 10 oder 5 Gold oder irgendwie so. Also längst nicht mehr so viel wie jetzt. Denk mal, den Bogen. Können wir die Bogen verkaufen? Wie sieht das eigentlich mit unseren Schützen-Skill aus? 21. Den haben wir dann aber durch ein Buch geskillt, würde ich vermuten. So, was haben wir denn hier? Na, Kollege, alles klar? Ja, der ist mausetot. 14 Gewicht beim Wert von 40. Also ich werde die Sachen mal nicht mitnehmen, aber ich lese sie mal daneben. So. Kann man ja auch mal machen. Kann man sich ja dann später sonst abholen. Das nehme ich mit. Man muss ja so ein bisschen abwägen. Was nehme ich mit? Feuersalze. Hat zwar eine negative Eigenschaft, ist aber trotzdem für Alchemisten sehr interessant. Weil es tatsächlich eine dätrische Zutat ist. Verkrüppeltes Skelett. Dann verkrüppel ich es mal noch weiter. So. Knochen mehr nehme ich mit. Den Schild lassen wir einfach liegen. Was ist das? Eisentanto. Kurzwaffe einhändig. Oh, nehmen wir mal mit, komm. So. Autsch! Woher kam das? Autsch! Irgendwo hier. Da. Autsch! Au! Sag mal! Geht aber nicht so hier, mein Freund. Mein Freund der Südsee. Ne? So. Das war schön geheilt. Flammpfeile, okay. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich, ne? Ich glaube, wir sollten auch mal so einen Bogen ausstatten. Das Problem ist halt nur, dass wir dann kein Dings mehr tragen können. Keine Fackel. Das ist der Nachteil. Da war die Fackel. Die haben wir bereits benutzt. Genau, das ist jetzt nämlich das Problem. Wir können jetzt keine Fackel benutzen, solange wir den Bogen haben. Das ist jetzt ein bisschen doof. Deswegen würde ich vorschlagen, bleiben wir erstmal beim Langschwert. Ich glaube, damit sind wir einfach schon am besten bedient. Würde ich mal sagen, alter Schwede, der hat aber auch einen Schuss gehabt, ey. Mein lieber Herr Gesangsverein. Mann. Also die Untoten, es ist ja ein sehr Elder Scrolls, die nehmen die Fähigkeiten mit, die sie auch im Leben hatten. Hustengras entzieht Glück, okay. Ja, das Glück nicht zu husten. Ach, ja. Was bin ich doch hier witzig. Wahnsinn. Kleine Kiste, was haben wir denn hier? Ein Silberdolch. Das ist schon mal ein Anfang. Und wir können uns noch einigermaßen bewegen, aber ich glaube, das dürfte gleich vorbei sein. Habe ich mir gedacht. Wieso ist das eine Knochenmehl so speziell hervorgehoben? Hat das einen speziellen Grund? So, jetzt müssen wir definitiv die alchemistischen Zutaten so ein bisschen verbrauchen. Allerdings nur die, die wirklich Wiederherstellung machen. Oder zumindest sowas wie Ausdauer oder sowas entziehen. Das ist ja nicht allzu schlimm. Nur eben halt bei solchen Sachen wie Entzug Charisma oder sowas, da sollten wir schon so ein bisschen aufpassen. Ausdauer wiederherstellen, Geschicklichkeit. Die Ebenerzdinger, die sollten wir nach Möglichkeit nicht fressen, weil dann können wir die Quest nämlich nicht abschließen. Die wir ja eigentlich machen wollten, ne? Aber ich wollte euch auch mal ein bisschen Action bieten. Nee, die Alitaut können wir auch nicht benutzen. Ausdauer wiederherstellen. Wasseratmung. Nämlich auch mal kommen, frisst du Sau. Damit wir mal wieder ein bisschen Platz reinkriegen. Friss und verreck daran. Was? Ja, das gehört zu einem Rollenspiel dazu, wie Morrowind. Das ist einfach so. Das gehört einfach dazu. Muss man einfach mal machen. Oder kann man auch sein lassen. Ich persönlich mache es aber gerne. Die Klippenläufe, die kann man gut verkaufen. Genauso wie die anderen Zutaten, die nur entziehen. Außer Ausdauer eben halt. Ausdauer ist wirklich nicht so schlimm. Genauso auch wie Magie. Lebenskraft, da wäre ich auch schon so ein bisschen vorsichtig. Aber wenn man davon richtig viel einnimmt, dann... Ja, dann kann es doch einen schon an die Substanz gehen.
wenn man nicht aufpasst. Was haben wir denn da? Schön. Alter, 30 Pfund, aber ein Wert von 60. Was ist denn da los? Legen wir erstmal zur Seite. So, es kommt mir gerade ein bisschen so vor, als würde ich hier Stimmen in der Gruft hören. So. Oh, da geht's noch weiter runter. Alter, wie weit geht das denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Hier geht's auch runter. Und das war die Fackel, die hat sich gerade verabschiedet. Sehr schön. Die wiegt übrigens auch noch 2 Pfund, okay. Waren wir hier schon? Nee. Hier waren wir noch nicht. Sonst wären in den Ohren jetzt kein Knochenmehl drin. Ghoulherz. Okay. Hundefleisch. Was haben wir hier? Korkwurzel. Okay. Mit 10 Dinaren. 10 Draken. Dinaren, ja. Natürlich. So, jetzt heilen wir uns erstmal. Ich hoffe, dass jetzt keine Skelette mehr spawnen. Das wäre jetzt nämlich richtig fies. So, man speichert da unten, dann ist plötzlich alles wieder voll mit Skeletten und Knochenläufern und was weiß ich nicht alles. Das wäre nicht so geil. Das ist ein Knochenläufer. Ja, das habe ich mir gedacht. Und dann war es auch noch ein richtig arschiger Knochenläufer.